Ich glaube, hier sind wir sicher. Joel? Joel! Scheiße! Joel! Hier! Ah. Steh auf, steh auf, steh auf! Sag mir, was ich tun soll! Komm schon! Jetzt steh schon auf! Joel! Winter. Eine verschneite Landschaft mitten in den USA. Ein kleiner Hase kroch gerade aus seinem Bau, um frische Luft zu genießen. Ein Pfeil durchbohrte die Kehle des Tieres. Schritte näherten sich. Das wird nicht lang reichen. Ellie verstaute ihre Beute in den Satteltaschen. Gerade wollte sie aufsitzen, da erblickte sie einen Hirsch, nur 20 Meter von ihr. Du verjagst ihn nur. Sie pirschte sich an das Tier an. Nicht bewegen. Hab dich. Oh Mann. Der angeschossene Hirsch rannte davon. Ellie folgte der frischen Blutspur. Wieso lebst du noch? Die Spur führte sie zu einer heruntergekommenen Hütte. Was ist das für ein Ort? Toll. Alles ist okay. Das ist nur ein ganz gewöhnlicher Ort. Als sie die Hütte durchquerte, sah sie den Hirsch vor weiteren Gebäuden liegen. Ellie betrachtete ihn. Oh. Wer ist da? Komm raus! Hallo. Wir wollen nur reden. Eine falsche Bewegung, das hier geht ganz böse ins Auge. Das gilt auch für dich, Sportsfreund. Was wollt ihr? Ich bin David. Das hier ist mein Freund James. Wir sind eine sehr große Gruppe. Frauen, Kinder. Und wir haben alle großen Hunger. Wie bei mir. Frauen und Kinder. Und alle haben viel Hunger. Tja, vielleicht können wir dir was für das Fleisch da geben. Was brauchst du? Waffen? Kugeln? Kleidung? Medizin! Habt ihr vielleicht Antibiotika? Oh ja. Im Lager. Du kannst mit uns kommen. Ich gehe nirgendwo mit euch hin. Dein schweigsamer Freund da kann sie holen. Wenn er damit wiederkommt, gehört das Fleisch euch. Wenn jemand anders kommt... Dann geht das ganz böse ins Auge. Genau. Zwei Flaschen Penicillin und eine Spritze. Und beeil dich. Geh schon. Das Gewehr nehme ich. Na klar. Jetzt zurück. Das wird ein bisschen dauern. Wollen wir uns vielleicht da hinten unterstellen? Dann nimm ihn mit. Na also. Du solltest wirklich nicht allein hier draußen sein. Ich mag's, wenn ich allein bin. Verstehe. Wie heißt du? Warum? Okay, ich verstehe, es ist nicht leicht, ein paar Fremden zu vertrauen. Und der Verletzte, du machst dir große Sorgen. Es wird bestimmt alles gut. Vielleicht. Ein Klicker rannte in ihren Unterschlupf. Dann erspürte er Ellie.
eine Waffe? Sorry. Okay, ich hätte jetzt wirklich gern mein Gewehr zurück. Nein, du hast deine Pistole. Ich hoffe, du kannst damit umgehen. Ist nicht mein erstes Mal. Bewacht die Fenster. Okay. Angespannt blickten beide aus den Fenstern. Hey, der Schuss muss sitzen. Ich kenne das schon. Weiter so, Kleine. Die Infizierten stürmten auf das Gebäude. Gemeinsam schossen sie jeden von ihnen in den Kopf. Wir sind hier drin! Du hattest recht. Du kannst mit dem Ding besser schießen als ich. Hilf mir mal. Ein schwerer Metallschrank sollte eines der Fenster abdecken. Doch plötzlich ergriff ein Klicker Ellie. David reagierte sofort und schoss diesem in den Kopf. Du hast dich ziemlich gut geschlagen, Kleine. Ich finde, wir sind ein gutes Team. Wir hatten Glück. Glück? Nein, nein, nein. Das war nicht nur Glück. Nein, weißt du, Kleine, ich glaube, nichts passiert ohne einen Grund. Klar. Im Ernst. Und ich beweise es dir. Also, dieser Winter war besonders hart für uns. Vor ein paar Wochen, da habe ich Männer losgeschickt in die Nähe der Stadt, um Nahrung zu suchen. Nur ein paar kamen zurück. Sie sagten, die anderen wurden ermordet von einem verrückten Mann. Und jetzt kommt's. Der verrückte Mann hatte ein Mädchen dabei. Siehst du? Alles, was passiert, hat seinen Grund. Hey, bleib ganz ruhig. Du hast keine Schuld. Du bist nur ein Kind. James, runter mit der Waffe. Vergiss es, David. Ich lasse dich auf keinen runter Fall gehen. Mit der Waffe. Jetzt gib ihr die Medizin. Den anderen wird das nicht gefallen. Lass das mal mein Problem sein. Und jetzt geh mir aus dem Weg. Du schaffst das nicht alleine. Ich kann dich beschützen. Nein, danke. Sie rannte zu ihrem Pferd. Ein Blick nach hinten verriet ihr, dass sie nicht verfolgt wurde. Los, weg hier! Komm schon! Komm mit. In einem alten Gebäude hielt sie sich mit Joel versteckt. Joel? Oh. Ich habe nicht viel zu essen gefunden. Aber ich habe das hier. Okay, heb deinen Arm. Oh. Mal los.
Das war's. Du schaffst es, Joe. Sie deckte ihn zu und legte sich neben ihn. Der nächste Morgen. Ellie erwachte von Stimmen. Sie blickte aus dem Fenster und da waren David und zwei andere Männer. Oh, Scheiße. Sie sind hier. Ich werde versuchen, sie von hier wegzulocken. Ich bin bald zurück. Mit ihrem Pferd ritt sie leise an den Männern vorbei. Doch dann spürte sie zwei Hände. Hey, ich hab sie! Schieß deinen Arsch her! Hey, schieß sie! Aber David hat gesagt... Scheiße, David. Lauf! Schieß sie doch mal! Los! Ellie ritt durch die verlassene Siedlung. Die Angreifer waren an jeder Ecke und schossen auf sie. Einer der Schüsse traf das Pferd. Es fiel zu Boden und Ellie vom Rücken in den Schnee. Oh Mann. Nein. Scheiße. Okay. Sie ist den Abhang runtergefallen, aber ich will sie nicht. Zu Fuß flüchtete sie weiter in verlassene Häuser hinein. Von Haus zu Haus schlich sie an den Männern vorbei. Kann das nicht stimmen? James hat gesagt, dass Sie das bei der Uni waren. Wie viele von uns sind dort gestorben? Ich will das erledigen und heimgehen. Ich friere mir den Arsch ab. Wo gehe ich lang? Und wo sind Sie? Sie erreichte eine kaputte Brücke. Du packst das, Ellie. Okay, fall nicht ins Wasser. Fall nicht rein. Oh je. An der Küste entlanglaufend erblickte sie ein ehemaliges Hotel. Komm raus, du Feigling. Wo ist die Kleine, verdammt? Sie verschob einen Müllcontainer und gelangte ins Innere des Gebäudes. Ich will hier nicht festsitzen. Oh, wo geht's hier raus? Doch sie war nicht alleine. Sie ist auf dieser Seite! Von hier! Sie rannte zum Ausgang, doch David packte sie von hinten. Ellie bekam keine Luft und verlor das Bewusstsein. So ist gut. So ist gut. Als sie zu sich kam, war sie in einer Zelle. Sie sah einen Mann, der mit einem Beil Fleisch zu hacken schien. Und dann erblickte sie den menschlichen Arm, der zu den anderen abgeschnittenen Körperteilen geschoben wurde. Der Mann sah Ellie, lachte nur und verließ den Raum.
fürchterlich. David betrat den Raum. Super. Hier. Du solltest was essen. Du musst hungrig sein. Du warst lange bewusstlos. Was ist das? Es ist wild. Mit etwas Mensch als Beilage? Nein. Nein, versprochen. Es ist das Hirschfleisch. Du bist ein mieses Schwein. Oh. So ein vorschnelles Urteil. Wenn man bedenkt, dass ihr auch tötet. Wie viel waren's? Die haben uns keine Wahl gelassen. Und du denkst, wir haben eine Wahl? Ist es das? Ihr tötet, um zu leben. Genau wie wir. Wir müssen für uns selbst sorgen und tun, was notwendig ist. Na toll, und was jetzt? Werdet ihr mich in kleine Stücke hacken? Nicht unbedingt. Bitte sag mir deinen Namen. Du bist doch komplett durchgeknallt. Ganz im Gegenteil. Ich war ziemlich ehrlich zu dir. Aber jetzt bist du an der Reihe. Es ist der einzige Weg, die anderen zu überzeugen. Überzeugen wovon? Dass du zu uns passt. Du hast Herz. Du bist loyal. Und besonders. Oh. Ah! Ah! Oh Mist! Dummes kleines Miststück! Du machst es mir wirklich schwer, dich leben zu lassen. Was soll ich denn jetzt den anderen sagen? Ellie. Was? Sag ihnen. Ellie war es, die dir den scheiß Finger gebrochen hat. Wie sagtest du noch? Hm? Kleine Stücke. Wir sehen uns morgen, Ellie. In dem verlassenen Gebäude erwachte Joel. Ellie! Er stand auf und fand seinen Rucksack. Aber keine Ellie. Die ersten Schritte kosteten ihn viel Kraft. Aber mit jedem Schritt wurde es leichter. Verdammt, wo bist du? Ellie! Er durchquerte die Siedlung. Wo ist sie hingelaufen? Er bog um eine weitere Ecke. Hab dich, Arschloch! Mach ihn kalt! Halt ihn fest! Scheiße! Die beiden Männer hatten gegen Joel keine Chance. Als beide bewusstlos waren, schleifte er sie in eines der Gebäude. Was willst du von mir? Was soll das? Du bleibst hier. So, das Mädchen, ist sie am Leben? Welches Mädchen? Ich kenne kein Mädchen. Fuck! Jetzt sieh mich an, sieh her. Ich hole dir die verdammte Kniescheibe raus. Das Mädchen. Sie lebt. Sie ist Davids neues Spielzeug. Wo? In der Stadt! In der Stadt!
Jetzt wirst du es mir auf der Karte zeigen. Es ist hoffentlich derselbe Punkt, auf den dein Kumpel zeigt. Mach schon! Da ist es! Er bestätigt das! Frag ihn doch! Na los! Ich leg nicht! Verdammte Scheiße, Mann! Er hat dir doch alles gesagt! Von mir erfährst du einen Scheißdreck! Ist schon okay. Ich glaube ihm. Nein! Nein! Schon auf! Na los, komm! Hör auf damit! Ich hab dich gewarnt! Ich bin infiziert! Ich bin infiziert! Wirklich? Und du auch. Genau da. Roll den Ärmel hoch. Guck's dir an! Ich mach das Spiel mal mit. Was hast du nochmal gesagt? Nichts passiert ohne Grund, ja? Was zur Hölle ist das? Sie wäre längst verwandelt. Die will uns nur verarschen. Für mich sieht's verdammt echt aus. Ellie rammte dem einen ein Messer in den Körper. David schoss auf sie, verfehlte aber. Sie schnappte sich ein Taschenmesser und kletterte aus dem Fenster. Mist. Mann, was ist denn bloß los mit denen? Der Schnee tobte und erschwerte die Sicht. Ich brauche eine Waffe. Wo ist die Kleine? Ellie schlich sich von Gebäude zu Gebäude und nutzte die Deckung, um zu einem Diner zu gelangen. Das geht doch. Kerzen und Campinglampen brannten auf den Tischen. Doch Ellie hatte keine Zeit dafür. Sie wollte wieder hinaus und nur weg von hier. Am Ausgang fing sie David ab. Wie hast du es geschafft? Schon okay. Du kannst nirgends hin. Du willst raus? Dann hol dir doch... David schmiss eine Lampe um und ein Tisch fing Feuer. Ein Infizierter kämpft so hart um sein Leben. Oh, ich brauche die Schlüssel. Ellie schlich sich an ihn an und stach zu. Sie rangen miteinander und beide gingen zu Boden. Joel war derweil auch in der Siedlung angekommen. Er suchte Unterschlupf vor dem Schneesturm und fand Ellies Rucksack. Im Nebenraum sah er Leichen von der Decke hängen. Oh Gott. Ich muss sie finden. Ich muss sie finden. Dann erblickte er das brennende Diner. Oh Scheiße. Ellie. Ellie kam langsam zu sich. Das Messer lag weit weg von ihr. Sie kroch darauf zu. Ein Fuß trat ihr in den Magen. Ich wusste, du hast Herz. Es ist okay, aufzugeben. Doch Ellie wollte weiter.
Noch ein Tritt. Du kannst doch weggehen. Leck mich! Du kennst mich? Hä? Dann lass dir gesagt sein. Du hast nicht einmal wozu. David hing über ihr. Sie sah sein Messer und schnappte es. Sie stach zu. Ellie! Hör auf! Hör auf! Lass mich nicht an! Super, ich bin's! Ich bin's! Ich bin's! Hier! Hier! Ich bin's! Er wollte mich! Ich weiß. Okay, Kleines. Es ist okay. Es ist okay. Es ist okay. Frühling. Ellie! 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 Hast du mich gehört? Nein. Was? Da. Krankenhaus. Das ist unsere Ausfahrt. Na los, Kleine. Salt Lake City. Sie hatten das Ziel ihrer Reise fast erreicht. Spürst du die Brise? Ne? Ich sag dir, an solchen Tagen habe ich immer draußen gesessen und Gitarre gespielt. Ja, wenn das alles vorbei ist, bringe ich dir Gitarre spielen bei. Ja, das wird dir bestimmt gefallen. Was meinst du? Ne? Ellie reagierte nicht. Joe lief weiter zur Straßenabsperrung. Sieh dir das an. Wie überall. Eine verwaiste Quarantänezone. Okay. Das Krankenhaus, das die Fireflies meinten. Komm schon. Vielleicht geht es hier durch, ha? Eine Busstation sollte ihr Weg über die Absperrung sein. Ja, nehmen wir doch die Leiter. Und auf geht's. Ellie? Ellie? Was? Die Leiter. Komm schon. Gut. Okay. Er hob sie hoch und Ellie brachte die Leiter zu ihrem Platz. Zumindest dachte Joel das. Denn plötzlich schob sie sie nur nach unten. Oh mein Gott. Oh. Was ist los? Ellie! Ellie! Oh. Das musst du dir ansehen. Was ist denn? Was zur Hölle? Ellie rannte einfach weiter. Soll das ein Scherz sein? Joel konnte ihr nur folgen. Komm, Beeilung! Siehst du das? Er sah es. Eine Giraffe. Sie stand an der kaputten Häuserwand und fraß die Blätter. Psst, ganz leise. Schon gut, schon gut. Was machst du? Ist okay. Komm her, komm her. Hey, du. Na los, komm her. Na schon. Hallo. Das ist echt cool. Langsam, Kleine. Komm schon. Beeil! Los, 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 los!
Ellies Begeisterung war sogar für Joel ein wenig ansteckend. Sie rannte zum Dach des Gebäudes und sie sahen die Giraffen neben weiteren. Wir müssen das nicht tun. Das weißt du, ja? Was bleibt uns sonst übrig? Zurückgehen zu Tommy und die ganze Sache einfach vergessen. Nach allem, was wir durchgemacht haben? Alles, was ich getan habe, das kann nicht umsonst gewesen sein. Oh Mann. Lass mich vorgehen. Du kommst mir danach. Okay, ich folge dir. Von dem Dach gelangten sie zu einem Tunnel. Dieser war von einem reißenden Fluss überschwemmt. LKWs dienten als Überquerung. Langsam und vorsichtig schritten sie weiter voran. Okay, na komm, spring. Und du fängst mich auf? Ich fang dich. Siehst du? Das bin ich nicht mal gebraucht. Nichts wie runter von diesem Ding. Als sie beide auf einen Bus sprangen, fing dieser an zu wackeln. Oh, Mist. Ellie, los! Oh. Joel wurde in das Innere des Busses gerissen. Das kalte Wasser der Strömung erfüllte seinen Körper. Er versuchte nach vorne zu gelangen, doch er schaffte es nicht. Sie öffnete ihm eine Luke, doch der Bus kippte zur Seite und riss beide in die Tiefe. Joel suchte nach Ellie. Er musste sie retten. Er durfte sie nicht verlieren. Und dann sah er sie im Wasser treiben. Er griff sie und schwamm mit ihr an die Oberfläche. Hände hoch! Sie hat mit nicht. Nimm endlich die Hände hoch! Komm schon! Der Gewehrkolben war zu viel für Joel. Willkommen bei den Fireflies. Es war Marlene. Tut mir leid wegen. Sie wussten nicht, wer du bist. Und Ellie? Es geht ihr gut. Sie ist auch hier. Es war so ein langer Weg. Wie habt ihr es geschafft? Sie war es. Sie wollte es unbedingt. Vielleicht ist es auch Schicksal. Ich habe auf dieser Reise viele Leute verloren. Ich habe fast alles verloren.
Und dann taucht ihr hier auf und wir finden euch gerade noch rechtzeitig, um sie zu retten. Ja, vielleicht ist es Schicksal. Bring mich zu ihr. Du musst dir keine Sorgen mehr machen. Wir kümmern uns. Schon gut. Ich will sie sehen, bitte. Das geht nicht. Sie wird gerade für eine Operation vorbereitet. Was denn für eine Operation? Die Ärzte sagen, dass der Cordyceps, der in ihr wächst, irgendwie mutiert ist. Deshalb ist sie immun. Wenn er entfernt wird, können sie daraus einen Impfstoff entwickeln. Einen Impfstoff. Aber er wächst auf dem Gehirn. Das stimmt. Sucht jemand anderes. Es gibt niemanden. Hör zu, du zeigst mir jetzt... Aufhören! Ich verstehe dich. Aber was immer du gerade durchzumachen glaubst, ist nichts gegen das, was ich fühle. Ich kenne sie seit der Geburt. Ich habe ihrer Mutter versprochen, für sie zu sorgen. Wie kannst du das hier zulassen? Weil es hier nicht um mich geht. Oder um sie. Es gibt hierbei keine andere Wahl. Ja, red dir diesen Scheiß nur weiter ein. Los, bring ihn hier raus. Wenn er sich wehrt, erschieß ihn. Das ist unsere einzige Chance, Joel. Steh auf. Ich sagte, steh auf. Na dann. Los. Befick dich. Ich warte nur drauf. Wo lang? Was soll der Scheiß? Geh weiter. Na los, geh weiter! Wo ist der Operationssaal? Na los, red schon. Wo? Wo? Oben den Gang runter. Er schnappte sich seinen Rucksack und pirschte voran. Jetzt gab es für ihn keinen anderen Weg mehr. Ellie durfte nicht sterben. Der Schmuggler, er ist hier drin! Oh, Scheiße! Ethan ist tot. Was? Ethan ist tot. Hat einen erwischt, der Schmuggler ist weg. Die Soldaten suchten nach ihm. Aber Joel schlich sich an ihnen vorbei. Der Soldat kam aus einem Treppenhaus. Joel betrat dieses und sperrte es mit einem Stuhl ab. Er rannte zur oberen Etage. Dort fand er den Operationssaal. Er öffnete die Tür. Ein Arzt und zwei Assistenten standen am Tisch. Auf diesem lag die bewusstlose Ellie. Was machen Sie hier? Ich gebe sie Ihnen nicht. Denken Sie an die Leben. Kommen Sie ja nicht näher. Ich warne Sie. Nein! Sie widerliches Schwein! Harry, halt die Klappe! Komm her, Kleine. Ich hab dich. Ich hab dich. Oh Mist. Zurück! Mit Ellie in den Armen rannte er los. Mist! Wer ist hier? Ich bring dich heraus, Kleine. Ich hab dich. Ich hab dich. Die
Scheinwerfer der Taschenlampen der Soldaten schweiften durch die Flure. Alles okay. Alles okay. Alles okay. Ich habe ihn im Visier. Ich sagte zurück! Sie gelangten in einen Fahrstuhl. Er fuhr in die unterste Etage. Die Türen öffneten sich. Doch da stand Morlin mit einer Waffe. Du kannst sie nicht retten. Selbst wenn du sie hier rausschaffst, was dann? Wie lange, bis sie von ein paar Klickern in Stücke gerissen wird? Oder bis sie vergewaltigt und ermordet wird? Das ist nicht deine Entscheidung. Sie wollte das. Und du weißt es. Hör zu. Du kannst hier immer noch das Richtige tun, Joel. Sie wird gar nichts spüren. In einem Auto fuhr Joel die Autobahn entlang. Aber was sind das für Klamotten? Bleib einfach liegen. Die Betäubung wirkt noch. Was ist passiert? Wir waren bei den Fireflies. Es gibt noch viel mehr Leute wie dich, Ellie. Sie sind auch immun. Es gibt Dutzende von ihnen. Es hat aber rein gar nichts gebracht. Sie haben aufgehört, nach einem Heilmittel zu suchen. Wir fahren nach Hause. Tut mir leid. Er dachte an den Moment zurück. Warte! Tu das nicht! Bitte. Du würdest ihr nur folgen. In der Nähe von Jackson City. Wir müssen immer geradeaus. Okay. Eigentlich ganz schön hier, oder? Ja. Pass auf deinen Kopf auf. So, ich hab es. Ich bin doch schon alt. Ein bewaldetes Gebiet. Ich hab's dir noch nicht erzählt, aber Sarah und ich sind viel so gewandert. Sie war fit. Ich musste mich anstrengen. Ich glaube, ihr hättet euch gut verstanden. Ich glaube, du hättest sie gemocht. Du hättest ihr gefallen. Ja. Oh. Schau mal da. Wir sind fast da. Die Siedlung von Tommy. In ein paar Minuten würden sie dort ankommen. Es ist nicht mehr weit.
Hier, ich helfe dir. Gib mir deine Hand. Okay, na komm. Hey, warte. Damals in Boston, als es mit dem Biss war, da war ich nicht allein. Meine beste Freundin war da. Sie wurde auch gebissen. Wir wussten nicht weiter. Und sie hat gesagt, sitzen wir es aus. Weißt du, wir reden noch ein bisschen und sterben dann zusammen. Tja, ich warte immer noch drauf. Ellie. Ihr Name war Riley und sie musste zuerst sterben. Und dann war es Tess. Und dann Sam. Nichts davon ist deine Schuld. Nein, du verstehst das nicht. Ich hatte viele Probleme mit dem Überleben. Aber was auch passiert. Und man findet etwas, wofür es sich lohnt zu leben. Und ich weiß, dass du das jetzt nicht hören willst. Schwör mir, dass alles, was du über die Fireflies gesagt hast, wahr ist. Ich schwör's.